Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Assassin's Creed Brotherhood, meine Freunde. Wir sind in der letzten Folge hier stehen geblieben, beim Kolosseum. Und hier ist was gehörig schief gegangen. Und zwar, wenn ihr mich fragt, die Tortur hier runter. Ja, das hat jetzt wenigstens noch prima funktioniert. Wir kommen hier safe durch, was ich ziemlich feier. Und ja, im letzten Part ging so einiges schief, zum Beispiel der lange Weg bis schon nur hierhin. Und jetzt bin ich wenigstens froh, dass wir das hier schon so einigermaßen auf die Kette gekriegt haben. So, hier wäre das gewesen. So, wundervoll. Wenigstens können wir jetzt den safe ausnehmen. Hier werden wir den mal killen. Ganz easy. Ich muss da mal runterdrehen. Dankeschön. Weil sonst höre ich zu viel, was dümmer wäre. Mein Commentary ist jetzt wieder ein wenig anders, wie ihr vielleicht gerade seht. Aber das ist halt... Das liegt halt eher daran, dass ich nochmal rumgespielt habe, ne? Und jetzt bin ich euch stolz. Also ich bin jetzt so stolz, euch mitteilen zu dürfen, dass ich es, glaube ich, so weit beheben konnte. Die Sache mit dem In-Game-Commentary, ne? Für euch. Sonst nervt das andauernd. Ich muss auf die Bühne. Denn ich habe einige Male übersteuert. Und das war nicht so korrekt. Hier wäre auch noch so ein Romulus-Grab. Ist aber gesperrt. Ich hab mal gepflegt die Fresse ab jetzt. Herr, dafür bete ich. Was? Was erwartest du von uns? Sollen wir dir den Preis für den größten Idioten überreichen? Gut, mach's. Ich hab 22 Sekunden noch. Und wir müssen hier lang. Sorry. Das wusste ich doch nicht mehr. Meine Güte. Was trieb euch an, ans Kreuz zu schlagen, diesen Mann? Geschmäht, der keine Schuld geladen. Denn wahrlich, Gottes Sohn ist er. Drum gebe meine Gruft dich her, auf dass er darin begraben, der König voller Gnaden. Herr Josef, ich bin sicher, das ist Gottes eingeborener Sohn. Geht, fragt Pilatus nach der Leiche, auf dass er begraben wird. Ich werde euch helfen, ihn angemessen beizusetzen. O Pilatus, hochverehrt, so ihr mögt, eine Bitte mir gewährt. Den Prophet, der heute starb, lasst mich... Das war nicht eingeplant, aber was will man tun? Man kann nicht alles haben. O Pilatus, hochverehrt, so ihr mögt, eine Bitte mir gewährt. Oh Mann, bitte, lasst mich von dieser heiligen Scheiße einfach nur in Ruhe. Meine Satzstellung wird schon komisch wegen dieser Scheiße. Bitte lasst mich einfach durch. Jetzt haben wir genügend Zeit. Ich erfinde schon wieder neue Wörter, neue Sätze oder allgemein neues Zeug. Ich bin einfach mal kreativ, Freunde. Guckt das einfach mal so an. Und statt, wie ich vorhin, mich nur als doof zu bezeichnen. So. Einmal mal hier hin. Na dann. Gottes Sohn ist er. Drum gebe meine Gruft dich her, auf dass er darin begraben, der König voller Gnaden. Herr Josef, ich bin sicher, das ist Gottes eingeborener Sohn. Geht, fragt Pilatus nach der Leiche, auf dass er begraben wird. Ich werde euch helfen, ihn angemessen beizusetzen. O Pilatus, hochverehrt, so ihr mögt, eine Bitte mir gewährt. Den Prophet, der heute starb, lasst mich legen in ein Grab.
Josef, stets bereit in gutem Glauben. Wenn der Centurio sagt, dass er tot ist. Ihr könnt Pietro nicht retten. Er trank vergifteten Wein. Wie ich es Cesare versprach, ging ich doppelt sicher. Ich bin noch nicht tot. Ich kam nicht her, um euch zu töten. Der, durch den ein anderer Mann an die Macht kommt, ist seines Unterganges Schmied. Schneidet ihn ab. Das haben wir aber nicht geprobt. Haltet die Wache. Okay, Pietro aus dem Kolosseum und zum nächsten Doktor tragen, damit er nicht an dem Gift in seinem Blutkreislauf stirbt. Nicht schwimmen, Freunde. Oh, Mann. Und ich glaube, Pferde dürfen wir auch nicht benutzen, um den rumzutragen. Oh, und warum laggt es gerade so? Zum Glück haben wir... Stopp die Wachen! Zum Glück haben wir Assassinen, die für uns kämpfen können. Ist auf jeden Fall in Ordnung. Aber wo müssen wir hin damit? Immerhin sind wir... Neutral, auch in Ordnung. Ganz geschmeidig. Wer seid ihr? Euer Retter. Hallo? Hallo? Ich glaube, bei euch hackt's, Freunde. Assassinen, bitte mal aufräumen hier. Ich bitte euch. Nix Gnade. Geh weg. So, du kannst wieder zu mir in die Schoße kommen oder in den Schoß. Man hat ihn vergiftet. Diese Blässe, Cantarella, trinkt dies. Schnell! Wartet einen Moment. Es geht mir etwas besser. Ein Aderlass wird euch bald heilen. Ich kann euch nicht genug danken, ich... Den Schlüssel zur Engelsburg. Los! Wovon redet ihr denn? Ich bin doch nur ein Schauspieler. Cesare weiß von euch und Lucrezia. Hier. Halt! Wartet auf uns! Wir hielten euch für tot, Herr Ezio. Noch nicht. Wohin führt dieser Weg? Nach Norden, vor die Mauern. Lasst mich durch! Ich muss den Truppen helfen! Un momento! Ihr wart bei der Villa Auditore während des Angriffs. Oh Mann! Wir müssen jetzt den fangen. Genau um den Jungen geht es. Ihr kennt den sicher noch. Oh! Oh, Jesus! Was? Was? Das geht aber nicht. So wie der jetzt davon raus, saust. Wenn ihr wissen wollt, wie ihr da durchkommt, einfach hier durchspringen. Das ist am besten. Die können euch nichts machen, nichts anhaben. Guckt euch das an, einfach nur so durchspringen. So, das war's. Warum floht ihr? Ich... Ihr seid der Verräter, nicht Machiavelli. Lang leben die Borgia! Merda. Ich hatte recht. Ich muss La Volpe aufhalten, bevor er Machiavelli erreicht. Das sieht mir ganz danach aus, Freunde. Ich wusste doch, dass Machiavelli nichts damit zu tun hatte. Yep. Das ist traurig, aber wahr. Wir müssen jetzt dringend rennen. Und das um sein Leben... Machiavelli darf nicht sterben. Ja gut, kann er so oder so nicht. Das wäre noch der Hammer gewesen. Solche Entscheidung hier einzutreffen
ob man dann Machiavelli retten will oder nicht, oder retten kann oder nicht. Wenn er dann wirklich tot wäre. Wisst ihr, was ich meine? So wie bei manchen anderen Spielen. Bei The Witcher oder so. War ja auch sowas ähnliches. Jo. Ich habe den Verräter entdeckt. Was? Einer der unseren. Er half beim Angriff auf die Villa. Hier, er trug diesen Brief. Mein Gott. Gute Nachrichten. Besser als ihr ahnt. Widerstehe ich in eurer Schuld, Ezio. Welche Schuld gibt es zwischen Freunden, die einander vertrauen? Ja, danke, dass ihr mich rechtzeitig informiert habt. Kommt, Nicolo. Wir haben viel zu lange nicht geredet. Ich hörte, das Passionsspiel im Kolosseum nahm eine unerwartete Wendung. Wirklich? Anscheinend ist Jesu diesmal 3 Tage früher auferstanden. Sieht ganz so aus. Und ja, wir haben nicht schwimmen ohne weiteres erledigt. Sehr korrekt. Sehr korrekt. Jetzt haben wir sicher schon genügend Kohle wieder auf der Bank. 40.000 gerade. Sehr korrekt. Das nehme ich gerne an. Und jetzt, wo müssen wir hin? Ist es bei unserer Assassinenbude? Kann das denn die Wahrheit sein oder die Möglichkeit? Ich hoffe, weil wie gesagt, wir haben nicht mehr viel offen. Auf jeden Fall war es wieder mal eine spannende Action. Wir haben jetzt La Volpes Auftrag auch erledigt. Haben wir noch irgendwo eine Christina-Mission? Nicht, dass ich die irgendwie liegen lasse. Die möchte ich dann schon euch auch zeigen. So, na dann, auf in die Assassinen-Gilde. Mit fast allen auf maximaler Stufe. Volpe, wie geht's in Roma? Sehr gut, Ezio. Die französischen und päpstlichen Truppen sind in Aufruhr. Dann ist es fast soweit. Ruft die Assassinen zusammen und holt Claudia. Sogleich? Ja. La Ashaya Vakin Mudlak. Belkulun Mumkin. Die Weisheit unseres Credos steckt in diesen Worten. Wir arbeiten im Dunkel, um dem Licht zu dienen. Wir sind Assassinen. Claudia, wir widmen unser Leben dem Schutz von Freiheit und Menschlichkeit. Mario, unser Vater und unsere Brüder standen einst an diesem Feuer, um das Dunkel zu besiegen. Jetzt gebe ich dir die Wahl. Trete bei. Ihr und ich, wir waren uns in vielen Dingen nicht einig. Nicolo! Aber ihr seid genau das, was der Orden brauchte. Ihr habt den Angriff auf die Templer geführt und die Bruderschaft neu aufgestellt. Nun muss Ezio den Platz einnehmen, der ihm zusteht. Als Anführer der Assassinen. Ezio, Auditore da Firenze. Von heute an seid ihr Il Mentore, der Hüter des Ordens und seiner Geheimnisse. Wo andere blindlings der Wahrheit folgen, bedenken. Nicht ist wahr. Wo andere begrenzt sind von Moral oder Gesetz, bedenket, alles ist erlaubt. Warum dieser schnelle Sinneswandel? Ich war stets auf eurer Seite. Ich war es, der euch nach Roma brachte. Und der die Explosion verursachte, als ihr aus der Burg floht. Die Mercenari, die euch im Kolosseum beschützten, waren auch meine. Nur, dass ihr es nicht wusstet. Maestro Machiavelli,
Cesare kehrt allein nach Roma zurück. Und er reitet zur Engelsburg. Grazie. Nun? Es ist eure Entscheidung, nicht meine. Niccolo, hört bloß nicht auf zu sagen, was ihr denkt. Warum sonst sollte ich nach der Meinung meines besten Beraters fragen? Dann tötet sie, Mentore. Vollendet euer Werk. Ein guter Rat. Eines Tages schreibe ich ein Buch über euch. Tut ihr das? Fasst euch kurz. Definitiv, fasst dich kurz, Machiavelli. Und mir ist gerade eine Parallele zu Syndicate aufgefallen. Denn die Gute sieht mir aus wie Claudias Nachfahren. Die aus Syndicate. Also, da ist ja einmal Jacob und die andere Kuh. Und die sieht mir stark aus wie Claudias Reinkarnation. Von daher, das habe ich ganz vergessen, dass Claudia auch unserer Gilde beigetreten ist. Aber, ey, auf jeden Fall geht es dann erst in der nächsten Folge damit weiter. Wir gehen jetzt zuerst mal noch einmal ausloggen und gucken uns mal an, ob sonst noch was an der Reihe ist. Außer, jetzt kommt eine Christina-Mission. Wir gehen allerdings jetzt hier hin. Denn der Auftrag sollte fertig sein und wir können, ja, ihr noch ein Level-Up verpassen. Jetzt ist sie auf Level 9. Sehr cool. Die könnte man jetzt zu einem Assassinen machen. Nur das machen wir erst, wenn auch wirklich beide zu einem Assassinen geworden sind. Vorher bringt es gar nichts. Was? Die zusammenbringen nicht mal... okay. Dann mache ich das anders. Wir nehmen die weg und nehmen... Was? Das reicht nicht mal, nur weil ich einen Neuner dabei habe. Das ist ja mal heftig. Heftige Scheiße. Wo leben wir denn hier? Moskau. Hat sonst noch was Interessantes? Ja, 4000 reicht auch. Aber dann nehmen wir nur die hier mit. Die hier und die hier. So. Supi, das läuft dann auch. Hallali. Neue Gegenstände bei Schmieden verfügbar. Auch interessant. So, dort müssen wir auf jeden Fall hin. Ja, was war das noch? Francesco oder wie hieß der Typ? Der fehlt ja noch neben Rodrigo Borgia. Aber der Typ interessiert mich gerade nicht die Bohne. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Wir werden uns jetzt höchstens nochmal umrüsten. Ist das Beste, was wir zurzeit machen könnten. Hier runter einmal. Hier safe. Mal zum Schmied gehen. Darf ich mal, mein Freund? Ich möchte mal mein Zeug hier reparieren. Und du hast ja neue Sachen. Hieß es. Es hieß. Soweit. Yep, Seinenhofen Stiefel oder so. Seinenhofer Armschützer. Yo, das läuft doch. Waffen. Hat jetzt noch irgendwas mit Stil und überhaupt. Mailänder Schwert. Okay. Das werden wir direkt ausrüsten. Mailänder Schwert. Weil das hat 4 Schaden und 4 Tempo. Das sollte schnell sein. Herr Führer Streikolben. Stockholm. Nö. Warum denn? Ich brauche keinen Schutz, weil ich brauche nur draufhauen. Weil ich sowieso mit den Klingen antrete und nicht mit was anderem. Jetzt haben wir noch mehr Leben als sonst schon. Und jetzt werden wir uns, wie gesagt, gepflegt wieder aus dem Animus begeben. Vielleicht hat ja der gute Sean oder die gute Rebecca oder auch... die andere Kuh, was zu sagen. Ich habe gerade ihren Namen vergessen. Von daher tut's mir leid. Ich habe ein Namenproblem, weil, ja, ich höre so viele Namen. Da tut's mir echt leid, wenn ich nicht jeden im Kopf habe. So wie bei Syndicate. Jacob habe ich noch im Kopf, weil
der mir einfach geblieben ist, der gute Herr. Desmond ist ja, zurück. Eben. Ha. Yeah. Ach ja, Lucy heißt sie, ohne dass jetzt was gestanden ist. Wie lange haben wir bis zum Start des Templar-Satelliten? Am 8. Oktober. Dann bleiben uns noch 74 Tage. Nicht viel Zeit. Denk an das, was wir im letzten Monat erlebten. 74 Tage sind eine lange Zeit. Wir kommen dem Apfel näher. Ich kann es spüren. Wenn's nach mir ginge, hättest du mehr Pausen. Zum Glück liegt das Schicksal der Welt nicht auf deinen Schultern. Hey, blödel ruhig rum, aber deine geistige Gesundheit ist ein ernstes Thema. Die meisten Animus-Benutzer brauchten nur kurze Zeit, um extreme Nebenwirkungen zu entwickeln. Und du warst immer sehr lange da drin. Wenn wir den Apfel haben, ruhe ich mich aus. Das habe ich befürchtet. Ist ja auch wichtig, oder nicht? Naja, ja, wir das dachte ich mir. Ich habe jetzt extra gewartet noch kurz. Und jetzt gehen wir zu Shorn. Gibt's gute Geschichten über Cesare? Machst du Witze? Er war berüchtigt. Hör zu, 1502 rebellierten seine Obristen gegen ihn. Er machte Zugeständnisse und sie kehrten zu ihm zurück. Dann, am Silvesterabend 1503, versammelte er sie in einem Raum in Senegalia. Sie wurden alle verhaftet. Zwei band man Rücken an Rücken und Micheletto erwürgte sie. Der Rest wurde in Ketten gelegt und kurz darauf hingerichtet. Wow. Das Erstaunliche daran ist, dass Cesare so freundlich in den Monaten davor war, dass niemand die Falle bemerkte. Machiavelli nannte ihn Meister der Täuschung. So, Meister der Täuschung. Und ich bin Meister des Killens, oder wie? Also war Cesare sehr verschwiegen. Ja, das war er ja. Außer, wenn es um Sex ging. Nach seiner Hochzeit schrieb er dem Papst einen Brief, in dem er ausführlich seine Hochzeitsnacht schilderte. Dem Brief zufolge haben Cesare und seine französische Braut es 8-mal getrieben. Ist das nicht typisch katholisch? Was? Dass man dem Papst im Detail seine Hochzeitsnacht schildert. Den alten Mann ein bisschen teilhaben lassen, weißt du? Im Ernst? Das klingt echt ziemlich plausibel. Oh Mann, Sean, du bist doch wieder mal ein Volldepp. Naja, dann gehen wir noch zur Rebecca. Mal schauen, was die zu sagen hat. Diese defekten Erinnerungen werden klarer. Erstaunlich. Die Sequenz repariert sich selbst, als ob wir dir helfen, ein psychologisches Trauma zu verarbeiten. Dann werde ich nach alledem viel ausgeglichener sein? Oh, das weiß ich nicht. Aber die Idee ist cool. Sagst du das, weil du dich schuldig fühlst, dein Hirn gegrillt zu haben? Sean kriegt Toilettendienst. Okay. Ah, ja klar hältst du zu ihr. Kommunisten. Muss das fertig kriegen. Start klar. Okay, meine Freunde. Das heißt, wir gehen wieder in den Animus. Wir haben jetzt mit ihnen allen gesprochen. Ich weiß, wir hätten noch rausgehen können, mit ihnen irgendwas draußen bereden, vielleicht wieder mit Lucy. Aber ich habe doch keinen Bock, wieder eine Runde zu drehen, nur damit mal Lucy erscheint oder so. Oder vielleicht mal Rebecca oder Sean. Dafür sind die anderen beiden zu unwichtig. Tut mir leid. Sie sind zwar immer wieder vorhanden, aber bis jetzt unwichtig. So. Auf jeden Fall geht dann in der nächsten Folge mit Cesare weiter, soweit ich hier mitbekommen habe und nicht Francesco. Ja. Wir haben nicht mehr viel zu tun hier. Definitiv nicht. Diese Seite habe ich selbst geklärt. Also, ja, wir haben nicht mehr viel zu tun, sag ich schon mal. Und wir können eigentlich safe, glaube ich, praktisch in 2-3 Folgen Assassin's Creed Brotherhood beenden. Keine Ahnung, auf jeden Fall sieht es mir ganz danach aus. Je nachdem, wie schnell ich die Mission hinbekomme und wie oft ich noch fehle, ne? Also, danke fürs Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder.
bis zum nächsten Mal. Tüdelö.